Da ist er endlich wieder, mein Freund der Ali. Und der Charleston. Boah, Alter, ich sag euch eins. Ich schwitz auf. Wir sind wieder im Training. Wir sind wieder zusammen. Wir sind wieder vereint. Wir zwei. Freitag wird's wirklich, freut wir beide, Explosion. Uns scheißegal. Wenn wir nochmal auf die Bühne dürfen. Ali, was passiert dann? Ey, wir geben Vollgas, ne? Wir rocken die Bühne. Und das Gute daran ist, diesmal müsst ihr für uns nicht anrufen. Wir dürfen noch einmal ohne Druck. Das ist, ich glaube, das ist das Geilste. Ohne Druck, ohne die Kommentare von den Juroren und so weiter. Einfach so sein, wie man ist. Das wird krass. Ich sag's euch ganz ehrlich. Wir freuen uns auf euch. Walk it to 9 to 5. What can I take it up and over? Walk it at 9 to 5. So viel Sport wieder 2 Wochen lang nicht gemacht. Wir haben trainiert. Ich bin mit Filter hier bei Instagram. Guck mal, mit Filter schön, ohne Filter hässlich. Aber stolz. Ich brauche Schmerzmittel. Wir fahren gleich ins Studio. Ich nehme lieber noch eins. Diese Frau, gestern nicht wiedererkennt so gewesen. Meine Deutsche schlecht. Jetzt geschminkt, auf einmal von Toten erwacht. Die Augen 2-mal gelasert. Für sie bin ich schön. Wunderschön. Sogar dieser Filter macht meine Zähne weißer. Wenn man aber genau hinguckt und meine Augen weiß mit den Zähnen vergleicht, wirken die Zähne gelber wie die Haare. Das ist doch immer so. Deine sind ja auch, so. Ja, deine sind ja auch gelb. Ey, ja. Nein. 3 Jahre in einer Illusion gelebt. Ciao. Wir sind hier oben in der 3. Etage und keiner ist da. Keiner wir sind ja nicht mehr erwartet worden. Meine eigene Kabine ist zu. Meine eigene Kabine, Jens Knossi, ist zu. Hör auf. Die Zeiten sind leider vorbei. Aber ich sag dir, was ich auf jeden Fall machen werde. Was? Dieses Bild. Oh ja, das nimmt das. Das ist ja kein Diebstahl, mit. Das sind wir ja selbst. Nein, das nehme ich mit. Freitag nehmen wir es mit. Krass. Ey, dreht durch. Mit den 2 Mädels. Wirklich. Ich glaube, wir sind eine 3/4 Stunde zu spät. Hier ist auch keiner im Studio. Also mit den 2 Mädels, da bist du verloren. Jungs, wo soll man denn hin? Weiß jemand wohin? Egal. Mädels. Hey! Wir gehen. Es wird eine krasse Show. Vielen lieben Dank. Ganz toller Service von Ihnen. Sie hat mir nämlich was empfohlen. Ein neuseeländisches Steak. Gell? Sie hat gesagt, alles gut, schön und gut, argentinisch. Aber das hier, das haben die Hobbits auch gegessen damals. Neuseeländisches Steak habe ich mir jetzt schön auf den heißen Stein gemacht. Und da freue ich mich. Ein echter Neuseeländer. Und das habe ich mich heute mal getraut. Sie sagt, ist noch würziger, gell, Schatzi? Ja. Oh, ist das geil, wenn das brutzelt, ne? Hör auf. Veganer, ne? Denk dran. Irgendwann. Ich auch. Nur noch so. Hey, wir haben gerade eine tolle Führung noch gekriegt von der Motorworld. Guck, dieser junge Mitarbeiter hier hinten. Wir waren in einem Hotelzimmer drin, da kannst du mit deinem Auto drin schlafen, in der Garage. Und jetzt kommt noch einer hier raus aus dem Flugzeug auf einmal. Da kommt Knossi. Flugskompensator, sag ich da schon. Flugsimulator. Mit Absturz jetzt, ja? Mit Absturz. Komm, let's go. Ich wollte schon immer mal fliegen. Mit Absturz. What the fuck? Hier ist auch richtig geil eingerichtet. Ach du Scheiße, wow. Ja. Ey, Schatz, komm. Machen Sie sich bereit für einen EW-Flug, EW2048 nach Palma de Mallorca. Ich flieg jetzt. Natürlich fliegst du. Scheiße, da ist wirklich Rollfeld. Ciao, ich fliege. Ist das geil, dass ich bin im Flugzeug. So, die Notausgänge sind einmal auf diesen Seiten. Ey, was ist, wenn die Gasflasche, die Maske runterkommt? Ja, die ziehen wir einmal ab. Das war einmal die Sicherheitsanweisung tanzen. Genau, das habe ich halt. Nach vorne, dann macht man irgendwie so. Komm, ist gut, nimm Platz. Der Papa zeigt euch jetzt. Wir fliegen jetzt rüber. Wo wollt ihr hin? Boah, ist krass. Ich fliege jetzt, ey, ist es wirklich, ich werde jetzt echt gleich fliegen. Das ist ohne Scheiß, wie real kann es sein, Schatz? Mit Flugturm. Funken wir auch durch, oder was? Kannst du ja machen. Natürlich. Hier oben ein bisschen checken hier. Was ist denn hier los? Verstellen und nix. Auto all, zack, off, on. Wir müssen ab, wir heben ab. Let's der go. Verstellt schon alles. Ah, was?
So, jetzt sollen wir noch gerade schön essen. Auf einmal sitzt er hier im Flugsimulator drin. Fragt nicht, fragt nicht. Herzlich willkommen auf Ihrem EW803-Flug nach Palma de Mallorca. Und so wisst ihr... 31 Grad. Ja, wisst ihr, was das Witzige ist? Die Passagiere... Jetzt kommt die Landung, wenn wir sie eigenständig meistern. Nee. Am besten nur rausgucken. Minimal nach links. Da ist der Airport. Kann ich runtergehen? Noch nicht so viel. So, jetzt fliegt Frau einmal und muss sagen, dieser junge Pilot, der jetzt hier quasi 21 Jahre alt, hat alles gemacht, ist ausgebildeter Pilot und sucht nur noch eine Airline und der macht es so toll. Ehrlich, wenn ihr von Condor seid, von Eurowings Discover oder von der Lufthansa und einen jungen, motivierten Piloten sucht, dann mich. Ja, das ist so. Wirklich, jetzt einstellen, am Start sein. Du machst es wirklich picobello. So viel Leidenschaft habe ich selten erlebt. Jetzt guck, dass du hochheben. Und hoch. 130. Wir müssen noch hier. Oh, was passiert denn hier? Es geht jetzt schneller. Scheiße, wir sind voll schief. Zieh hoch jetzt. Ich zieh. Auf 12,5 Grad. Sehr gut, Schatz. Klasse. Ich bin wirklich, ich sitze hier wirklich, ich habe die ganze Zeit... Vergesst, dass ich nicht wirklich im Flugzeug sitze. Mensch, die landet gerade auf den Malediven. Das ist, Schatz, Achtung. Die landet auf den Malediven. Nee, komm, zieh durch, Schatz. Bisschen schräg, Schatz, zieh durch. Beruhige dich. Ist gut, rechts, rechts, rechts. Ah! 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 Oh, jawohl! Wir sind da! Also so ein schöner Abend. Das freut mich total, dass Condor sich auch direkt gemeldet hat. Und der Henry hat sich dort schon beworben und wartet seit 4 Monaten auf einen Simulator-Screen-Termin. Hat schon irgendeinen Tester bestanden. Also freut mich, wenn man ein junger Mensch, der dreht da durch, dass Condor bei mir, dass die durch die Verlinkung. Also wenn ich einem jungen Menschen da seinen Traumjob verschaffen kann, dann habe ich in diesem Leben alles richtig gemacht. Dann ist picobello. Dann kann ich heute mit gutem Gefühl ins Bett. Würde mich sehr freuen für diesen jungen Mann. Geht da mal vorbei. Wie heißt die Firma? In der Motorworld, der Flugsimulator. Also der Henry, das ist unfassbar. Ihr denkt wirklich, ihr sitzt da eine halbe Stunde drin. Ich habe es verlinkt in meiner Story. Ey, das war der Wahnsinn. Ehrlich, das war crazy. Meine Empfehlung für euch. Ist durch Zufall, der Henry kam noch. Ey, du bist doch Knossi. Willst mal fliegen? Ich so, komm. Jetzt fliegen. Jetzt heben wir ab. Ich hebe ab. Jetzt stürzen wir ab, habe ich gesagt. Ich wollte mal abstürzen. Haben wir nicht gemacht, bin echt gelandet. Ey, es ist krass, dass heute im Gang wieder los ist. Natalia, Abdecker, alle sind wieder da. Das ist so krass. Das gibt's gar nicht. Ey, weißt du, das ist unglaublich. Und habe ich noch mal eine Lieferung. Freunde der Sonne, da ist doch noch mal eine Lieferung. Vom besten Erfrischungsgetränk, das es gibt. Das gibt's nicht! Ey, ich, Junge, Digga, ich stehe in. Na und ich doch auch! Und mir geht die Hose nicht mehr zu! Eine Woche, kein Let's Dance gefressen, jetzt geht das Ding nicht. Tanusha, probier mal! Was ist denn jetzt los? Das geht nicht! Leute, geht nicht! Eine Woche mal wieder normal gelebt, Mensch! Oh. Was machen wir jetzt? Bier, alles. Aber Timon, der sieht gut aus. Es ist so schön einfach, dass man hier nochmal sitzt am Jurypult mit meinem Freund Reza. Die letzten Momente genießen wir nochmal. Und es ist so ein tolles Gefühl, wie alle nochmal zusammengekommen sind. Alle sind einfach nochmal da. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach wirklich wunderbar. Entschuldigung, wir zeichnen hier gerade auf. Der junge Mann war schon Aufnahme leider noch in meiner Sendung damals. Weißt du es noch? Stimmt, natürlich. Hast du es gern gemacht, oder was? Na, mit dir immer. Das Gelüge im Showbusiness, kennst du? Auf! Du kannst am besten lügen. Ich hab's mit dir wirklich gern gemacht. Ich auch, ja. Komm. Die Sendung habe ich gerne mit dir gemacht, ja. Ich lieb dich einfach. Bock-WM. Warst du auch da? Ja, natürlich war ich da. Kann ich mich nicht erinnern, dass du da warst. Was ist wirklich so? Ich meine das ernst. Ich fand das faszinierend. Ich habe dich echt nachher noch ganz vorne gesehen. Wie ich getanzt habe. Mega geil. Das war richtig gut. 10. Ja, mehr als 10. Zieh mal die beiden Dinger zusammen, dann hast du auf jeden Fall 100. Wie viel haben wir dann? 100 Punkte? 110. Danke euch. So,
ich darf heute in der Probe die ganz besondere Aufgabe machen. In der Probe gibt es auch natürlich eine Jury, die bin ich heute. Ich kann euch jetzt die anderen nicht zeigen. Ich sehe, dass hier zwei Finalisten schon auf der Bühne sind, in ihren Kostümen, weil die werden beim Opening mittanzen. Es wird legendär, zeig dich nicht. Du darfst dich nicht zeigen. Und was mich ganz besonders freut, ist morgen auch im Publikum und Philipp und Julia, ich hoffe, das macht euch besonders Druck. Günther Jauch, morgen da, Philipp, gib dir Mühe. Blamier uns nicht. Ja, da, auf dem Stuhl. Gib da Mühe. Ich bin jetzt die Jury in der Probe. Let's go, wir können anfangen. Ja. Sehr krass, dass ich diesen Job machen darf, weil ich sehe ja jetzt das komplette, die komplette Finalshow jetzt schon in der Durchlaufprobe. Sehr, 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 sehr krass. Ich freue mich riesig, dass ich das machen darf. Ne? Sehr, 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 sehr geil. Freue mich. Hab gerade eine Ansage gemacht im Studio, hab gesagt, Leute, wir machen hier am Freitag nochmal eine geile Unterhaltungsshow hier. Let's Dance und das Finale wird alles wegknallen. Ich sag's euch, das wird krass und ich gucke mir das jetzt an und bewerten tun wir in der Probe natürlich immer mit 10. 10, 10, 10. Und weil hier kein anderer sitzt, mache ich immer diese Kamera, wo mache ich hier die 10, ich mache rechts die 10 und dann mache ich noch für Lambi links auch die 10. Und das ist immer die Kamera, ja, damit ihr mal seht, wo die Kamera ist von der Jury. Die ist so weit entfernt. Guck mal ganz da hinten. Da das rote Licht ist die Kamera, in der ihr die Juroren seht. Sehr krass. Eins muss man sagen. Diese Liebe für die Profis, die hier 8-9 Profis vom am Freitag raushauen. Top! Wunderbar! Toll! Wirklich toll. Das ist unglaublich. Wenn ich Isabel sehe, was die hier nochmal leistet. Was die hier leisten, ist wirklich krass. Wirklich toll, Isabel. Setz dich hin, ruh dich aus. Setz dich jetzt mal hin. Das ist wirklich Wahnsinn. Also echt, was die hier geleistet haben. Christian, toll. Klasse. Liebe für die Profis. Boah, Leute, ich habe einen ganz besonderen Blick. Der Studiomeister führt mich hier mal ganz nach oben auf die Catwalks. Guck dir das Studio mal von hier oben an. Sehr geil. Für die Leute, die sich wundern, tatsächlich wird, wo ist denn der Mittel-Catwalk? Wo die Leute immer, ach ja, da oben. Das Konfetti, was ihr manchmal seht, wird hier tatsächlich per Hand von oben runtergestreut. Das ist nicht maschinell, sondern wenn Konfetti kommt, immer so. Sehr krass. Okay, ich muss jetzt Schluss machen, weil da unten laufen Final-Choreos.